to Las Vegas, 47. There's a white supremacist from South Africa. His name is Hendrik Schmutz, who's trying to sell some DNA material and lab reports to the wealthy Saudi Sheikh, Mohammed bin Faisal Al Khalifa. The Sheikh is working for someone else, but we're not sure who. Our client wants to force them into the open by disrupting the deal. You've got three targets, the Afrikaner, the Sheikh, and the Sheikh's scientist, who'll be there to verify the material. We've been losing a lot of agents lately, 47. Any mission could be a setup at this point. Naja, dann mal los. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hitman Blood Money. Ja, ich habe es die Olle wieder labern lassen, weil es ist halt auch ganz interessant, was ich so in den Missionen immer machen muss. Wieso geht das eine jetzt raus? Achso, ja gut, ja, ja, mach wie du denkst. Mir soll es ja egal sein. So, wir dürfen jetzt drei schöne Typsies, die total scheiße aussehen, dürfen wir jetzt in diesem schönen Casino hier über den Dice da hauen. Und meine lieben Freunde, das machen wir auch sofort. Jetzt muss ich mir immer wieder an dieser Butzi... Oh Gott, jetzt muss ich mich erstmal wieder auskennen. So. I have a reservation. The name is Krups. Let's see. There it is. Here's your key card. Our new key cards are floor specific, so they only give you access to the floor you're staying on. That's fine. Alrighty then. On behalf of Shamal Hotel and Casino, let me be the first to wish you a very pleasant stay, Dr. Krups. Jawohl, alles klar. So, sollen wir erstmal hier Lucky Lucky machen? Ja. Da blinkt ein Security-Zeichen. Okay. So, jetzt müssen wir aber erstmal runter ins Casino. Oh ja. Ja, knutschen. Ja, komm. Nein, ich enthalte mich da jetzt der Stimme. Nein. Nicht zum Exit. Ich muss jetzt erstmal die Toiletten finden. Staff only. Ah ja. Ah ja. So. Unsere Waffen. Achso. Jetzt wundere ich mich. Sag mal. Ich hatte vorhin die SMG Tactical aber auch noch mitgenommen, aber lass mal stecken. Ja, komm, dann schmeißen wir eben die Silver Ballers hier erstmal hin. Und die, die Schalldämpfer sind auch schon wieder weg. Das ist toll. Also da kommt echt Freude auf. So. Da ist Mr. Hendrik Schmutz. Guten Tag. Ich möchte gerne Leiche. Die geht gerade weg. Tut mir leid, ich muss gehen. So, dann wollen wir den, den Schlümpelpümpel da mal, über einen Dice da hauen. Ja, Kumpel, könntest du dich mal bitte verpissen? Du bist hässlich genug, du brauchst nicht in den Spiegel gucken. Alter. Ey, gleich passiert hier ein Unglück. Verpiss dich. Aber ganz schnell. Da ist die Tür. Danke. So. Ja. Jetzt müssen wir wieder einen kurzen Moment warten, bis der Penner hier endlich mal rankommt. Das kann wieder dauern. Ist da schon wieder einer drin? Ach Leute, warum macht ihr es mir so schwer?
Ja, jetzt sitzt er schon wieder an der Bar und säuft da wie ein Bekloppter. Das ist toll. Ja, komm Fifi, genau, komm hierher. Das ist wunderbar. Ey, Glatzkopf, seh zu, dass du hier rauskommst. Eine Glatze reicht hier drin. Los, raus. Los. Ja. Pass auf, dass du nicht leider eins aufs Maul kriegst. Alter, sag mal, was soll das? Nee, also komm, weißt du was? Jetzt reicht's mir hier. Komm. Hallo! Ja, ganz toll. Wenn er mal die Waffe nehmen würde, dann wäre ich schon zufrieden. Leute, ich mache mal einen ganz kurzen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder in dieser Aufnahme an dieser Stelle bin. Bis gleich. Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Ich habe den Typ sie jetzt umgebracht. Die eine andere Person, die jetzt gerade wieder im Badezimmer da drin war, habe ich jetzt auch mit umgebracht. Das ist jetzt so gesagt nicht mehr mein Problem. Mir soll es alles recht sein, auf jeden Fall. Bin ich jetzt der Hendrik Schmutz und ich darf jetzt den Aufzug benutzen. Und das machen wir auch. Auf den 7. Flur bitte. So. Ja, der hatte jetzt noch gerade diese Waffe dabei. Die habe ich jetzt einfach mal mit... Die habe ich einfach mal mitgenommen. Hat ja auch einen Schalldämpfer. So, und hier die SMG Tactical, die habe ich jetzt auch wieder mitgenommen. Ich habe nämlich gerade nochmal die Mission ganz von vorne gestartet. Weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass mich das Spiel verarschen will. Und nö, wollte ich nicht. Das war mir irgendwie ein bisschen zu doof. Dach, Chefe. Ich Glatzkopf, du nix. So. Falscher Raum? Ah, ist der falsche Raum. Oh nö. Ich weiß jetzt nicht, wo es lang geht. Ich laufe jetzt einfach mal hier hinten hin. Ah, ist richtig. So, Ah ja, Raum 707, okay. Gut. So, Kill Hendrik Schmutz, das haben wir. There's a white supremacist from South Africa. His name is Hendrik Schmutz. Gut, dann sind jetzt da, glaube ich, die Diamanten drin. Achso, jetzt müssen wir einmal den Koffer hier nach unten ins Casino bringen. Weil da unten ist ja dieser Samik Alpha blablabla, genau der. Hm. Der diesen sehr schönen Namen hat. Einmal bitte in die Lobby. So. Bin ich wirklich gespannt, ob das klappt. Aber ich würde sagen, ich mache hier mal zur Vorsicht ein Safe Game. Weil ehrlich gesagt, diesen ganzen Scheiß dann nochmal machen. Nö. Ja, und was mir auch gerade auffällt, ich voll Idiot habe gar nicht auf die Uhr geguckt, wann ich jetzt angefangen habe. Naja, ist wurscht. Dann wird die Folge eben vielleicht ein bisschen länger. Das ist ja... Ist alles kein Problem. So. Und bevor wir jetzt da reingehen,
werde ich hundertprozentig erstmal meine ganzen Knarren hier abdingsen. So, einmal die Silver Ballers. Dann upsala, die SMG Tactical. Und dann natürlich auch noch halt die Waffe von Hendrik Schmutz. Jetzt müssen wir noch das Briefcase mitnehmen. Warum hängt denn da oben Blut? Oh mein Gott! Ich war es Gott sei Dank nicht. Ach hier, der wie heißt er? Al-Khalifa. Der ist, ja. Aber jetzt ist nur die große Preisfrage, wo ist dann dieser andere Typ, den ich dann noch töten soll? Tja. Ja, komm, such mich durch. Ja, mach. Ich bin sauber. Thanks. Ich dusche jeden Tag. So. Gut, aber Leute, ich werde jetzt hier vorne nochmal einen kleinen Schnitt machen, weil ansonsten die Wartezeit auf diesen was weiß ich, wie der Keller heißt, dauert ein bisschen zu lange und bevor ich dann hier die Aufnahme unnötig in der Länge ziehe, mache ich einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Yes, Sheikh Mohammed. Kamal, ejlebel almas. The merchandise will be inspected before payment is delivered. It is merely prudence. Of course you understand. Of course. Aber selbstverständlich. Und damit herzlich willkommen zurück. Der blöde Typ, der hat jetzt hier erstmal seinen Koffer gekriegt. It is a large casino. Ja. It is. Perhaps you'd like a drink? I'll pass. Yes, a very large casino. So. Jetzt muss ich nur mal eben ja gut, den bringe ich dann gleich hier im Dings dann um. Ach. Ach Gott, jetzt fängt es auch an zu tanzen. Na toll. Das ist ja Arbeitsum. So. Ja, toll. Hast du Tanzunterricht genommen, Mädel? Das ist ja unglaublich. Toll. Super. Respekt. Das würde ich niemals hinkriegen. Okay, als Glatzkopf sowieso nicht. Okay. So. Och, Mensch. Ah ja. Ja, du darfst gerne. Ja. Genau so. Das ist dann hier der Payment Briefcase. Jawohl. Ja, das ist ein sehr großes Casino. Das weiß ich, Kumpel. Jetzt bekommen bitte einen Anruf, dass ich dich schnell um die Ecke bringen kann. Ja. Leute, das kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Oh. Bitte. Ruf mich an. Nee, lieber nicht. Ruf mich nicht an. Du sollst angerufen werden. Bitte heute noch. Ja, weiß ich. Kannst du das nochmal wiederholen?
is a very large casino. Ja, da hätte ich aber nicht gedacht. Das ist unglaublich. This is a large casino. Ja. Ah, laufen wir mal ein bisschen rum. Ein bisschen was für die Knochen tun. It is a very large casino. Ja. Komm, ich nehme das Ding jetzt erstmal. Okay, Steel Diamonds, das hätten wir jetzt auch. This is a large casino. Ja. It is a very large casino. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich jetzt die Diamanten noch schnell wegbringen kann. This is a large casino. Achso. Ja, wunderbar. Ja, gut. Okay. So. Der Tod von dem Typ ist jetzt besiegelt. So. Alles klar. So.